Alter! 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 Wir müssen reden. Alter! 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 Wir müssen reden. Alter! 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 Wir müssen reden. Herzlich willkommen zu Alter. Wir müssen reden. Ja, und bevor wir reden müssen, muss ich ganz kurz was sagen. Also, kurz zur letzten Folge und zu dem Feedback, das gekommen ist. Ihr habt absolut recht. Meine Enttäuschung oder Wut über gewisse Dinge, die momentan gesellschaftlich abgehen, haben eigentlich bei Alter weniger zu suchen. Das ist voll und ganz cool. Und dass es dann Feedback gibt, finde ich umso schöner, weil das ist genau das, was wir uns ja wünschen. Mhm. Genau, also ich wollte euch einfach nur ganz kurz sagen, es beschäftigt mich und ich bin ein emotionaler Mensch. Und weil das meiner Meinung nach natürlich auch in Beziehungsthemen oder in die Beziehung von Eltern und Kindern oder auch natürlich in die Beziehung von mir zu meinen Kindern irgendwie einfließt in irgendeiner Form, habe ich das natürlich, als ich alleine gesprochen habe und keiner da war, der gesagt hat, Alter, mach mal langsam. natürlich ein bisschen ausgelebt, aber ihr habt absolut recht. Oder beziehungsweise für alle die, die da vielleicht dachten, so, oh, was geht denn jetzt hier ab? Ihr habt absolut recht. Das ist vielleicht Thema für ein eigenes Projekt. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht genau. Schauen wir mal. Aber das wollte ich einfach loswerden. Danke fürs Feedback von so vielen Leuten. Das hat mich wirklich gefreut, auch einfach, dass ihr bereit seid, Kritik zu äußern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da merke ich einfach, dass unsere Zuhörer ja wach sind. Freut mich voll. Vielen Dank. Genau. Hast du viel Feedback bekommen? Ja, schon. Und das ist okay. Ja. Man merkt das vielleicht einfach. Ich bin da schon. Ist emotional einfach. Also im Moment, was mit vielen Menschen passiert. Ich weiß, du setzt dich auch gerade mit so einem Shift auseinander, den es jetzt gesellschaftlich oder auch in der ganzen Welt gibt. Und der ist natürlich ersichtlich und vielleicht ist auch so meine Ungeduld ein bisschen da. Ey, wir brauchen endlich einen neuen Zeitgeist, in Anführungszeichen. Ne? Also ein Wunsch einfach, dass wirklich in der Welt sich ein bisschen was verändert. Und das ist einfach Ungeduld von meiner Seite. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite werden wir, glaube ich, sehen, dass in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und auch Jahren einfach ein komplett neuer Wind wehen wird. Menschen wachen auf, Menschen hinterfragen, Menschen werden reflektierter, Menschen werden intuitiver. Und all das bedeutet halt auch, wenn jemand wach ist, ihr kennt es bestimmt, ihr habt neue Erkenntnisse, ihr habt irgendetwas gesehen, erlebt selbst und dann ist es so der heilige Gral auf einmal. Das ist für mich halt auch so im Moment. Und dann, wenn ich da, und das, was mich so, durchgerüttelt hat oder durchgeschüttelt hat, war halt einfach diese Situation, dass du etwas siehst, was vielleicht nicht offensichtlich ist, aber irgendwie spürbar ist, für mich zumindest. Und dann halt, also jetzt allgemein, das ist bei allen Themen so, die mir da begegnen, im Leben irgendwie. Du siehst was, du spürst was, für dich ist es so klar und offensichtlich und du willst dann einfach der ganzen Welt sagen, ey, sieh, guck doch mal hin. Aber jeder hat halt seinen Standpunkt in dem Moment gerade im Leben und kann natürlich nicht das sehen, was du siehst, weil er einfach an einer komplett anderen Stelle im Leben ist und auch immer sein wird. Ja. Und das ist halt einfach so dieses Genau. Ja. Ich meine, es ist ja auch schön, dass du dich mitteilen willst und auch anderen Leuten was mit an die Hand geben möchtest, was dich bewegt, was dich begeistert, wovon du überzeugt bist. Nur, wie du halt auch jetzt schon gesagt hast, ich glaube nur die Art von Podcast passt dann. Nee, das ist einfach das falsche Format in dem Moment. Genau. Nee, das ist voll und ganz okay. Ich sage euch ganz ehrlich, warum ich
so offen spreche inzwischen. Ich glaube, es ist richtig für die eigene Wahrheit, also so wie man die Wahrheit wahrnimmt. Ja, jeder nimmt ja seine Wahrheit wahr. Ich kann niemals sagen, das und das ist die Wahrheit von Leonie und kann sie vollkommen verstehen. Ich kann Leonie zugestehen, ne, dass sie ihre eigene Wahrheit hat und dass das für sie wahr ist und dass vielleicht ist es sogar deckungsgleich mit meiner Wahrheit in irgendeiner Form oder fast deckungsgleich. Aber ich kann ja niemals sagen, das, was ich sehe oder sage, ist die Wahrheit, weil jeder nimmt das halt ja nochmal komplett anders wahr. Ja, und dann haben wir halt diese große Misere, dass Menschen von zum Beispiel zwei Menschen von der gleichen Sache sprechen, von exakt der gleichen Situation, aber jeder nimmt es halt auch wenn es nur kleine Fragmente sind, so unterschiedlich wahr, dass man sich dann in die Haare kriegt oder dass man sich nicht versteht oder glaubt, Mensch, jetzt habe ich ihm das doch eben erklärt. Die meinen exakt das Gleiche, aber jeder beschreibt es halt anders und kann es auch nur, wenn auch in der Beschreibung nur dann so wahrnehmen, wie er es halt eben sieht, ja. Oder verstehen, wie er es wahrnimmt, so rum. Ja. Und dann gibt es halt zum Beispiel Streit zwischen Menschen, die im Grunde genau die gleiche Ansicht haben oder die gleiche Meinung oder das Gleiche sehen. Die Sache ist einfach die, und da würde ich jetzt zurück auf Anfangssatz, ich habe mir vorgenommen, dass das, was ich als Wahrheit sehe, von mir auch immer kundgetan wird. Das muss, um Gottes Willen, niemand als seine Wahrheit annehmen. Aber ich habe mir auch vorgenommen, dass ich für die Wahrheit, die ich sehe, einstehe, selbst wenn ich dann brutale Kritik oder von mir aus einen Shitstorm oder Hate oder sonst was ernte, das ist mir völlig egal. Und jetzt nicht, oh, der tolle Chris, darum geht es mir nicht, wenn ich sowas sage, sondern mir geht es darum, ich glaube, es ist an der Zeit, dass Menschen ihr wahres Gesicht sein und dass sie ehrlich sind mit dem Außen, mit der Welt um sie herum und dass sie der Welt um sie herum zeigen, wer sie wirklich sind und was sie wirklich denken und meinen und fühlen und glauben zu sehen. Ich kann ja auch völlig auf dem Holzweg sein, aber ich werde genauso, wenn ich merke, neue Erkenntnis, ja, dann kann ich das genauso auch nochmal ändern und kann sagen, okay, alles klar, ich war auf dem Holzweg und das würde ich dann auch so machen. Ja, und mir geht es nur darum, ich habe mir also vorgenommen, dass ich nicht mehr das, was ich sehe, verstecke, nur dass ich irgendwelchen Leuten gefalle. Das habe ich so viele Jahre in meinem Leben gemacht und so viele Jahre an Lebensqualität verloren, weil ich einen Schmerz in mir aufgebaut habe, dadurch, dass ich nicht deckungsgleich mit der Meinung von anderen Leuten war, aber um ihnen zu gefallen oder um ihnen einen Gefallen zu Ja, tun. fühle ich voll. Fühle Weißt ich du, voll. deswegen. Ja, zu dem Thema noch ganz kurz. Fühle ich voll, wenn du das so sagst, weil ich habe ja genau das gleiche Problem. Oder ich würde sagen, dass ich hatte das gleiche Problem. Es ist in manchen Dingen, da fällt es mir auch schwer, da auch für mich einzustehen oder auch meine Meinung kundzugeben oder mal zu sagen, nee, wenn du mich jetzt so fragst, dann eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, das hat sich bei mir auch jetzt in den letzten Monaten, also wirklich einfach, es war wie so ein Switch, weil da war es wie so ein Klickmoment, ne? Und auf einmal fiel es mir so leicht, für mich einzustehen in manchen Situationen oder auch zu sagen, nee, da bin ich mir echt mehr wert als das, was du hier gerade beschreibst oder was du sagst oder was du mir anbietest. Und das war für mich auch wirklich so ein Schlüsselmoment, ne? Das Boah, finde ich so wichtig. war ja auch Also. für mich die Folge, die ich da allein aufgezeichnet habe, die vorletzte. Das war ja, nee, nicht vorletzte. Ist auch egal. Egal, genau. Geht dann um die Folge an sich. Genau. Da ist es. Das war ja auch so ein Klickmoment und es hat auch ein bisschen was damit zu tun, ne? Wer ist für seinen Erfolg verantwortlich? Du Absolut. selbst. Das heißt, du musst auch, wenn irgendjemand auf dich zukommt und sagt, so und so wird's gemacht und es entspricht nicht deinen Werten, dann sagst du, nein, wir können uns hier und da treffen,
weil da bin ich d'accord mit, aber halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ich habe das nicht gelernt. Ich habe das auch, ohne da jetzt jemanden angreifen zu wollen, auch nicht vorgelebt bekommen, weil beide Teile der Eltern halt auch eben, oder ihr wart einfach dementsprechend auch noch gar nicht so weit, ne? Wie du ja auch gerade Absolut, ja. gesagt hast, das hast du ja auch erst für dich gelernt oder lernen müssen. Und das lernt man ja auch meistens dann, wenn man auf die Fresse fliegt und man, Ja, nur dann. ja, Also, oder, ja, stimmt. du kannst das Ding so oft hören und auch kognitiv verstehen, aber erst wenn es so richtig du mal dir die Fresse aufschlägst und halt Genau, auch mal einen Zahn wackelt, ne? genau. Deswegen, dann kapierst du erstmal so, oh, Alter, Ja. jetzt, ne? Ja, voll. Das, ja, voll, voll klar, ja. Also, weil da gab es ja bei mir echt genug Momente, in denen dann klar Bei war, jedem eigentlich. ja, bei dem dann jetzt bei mir klar war, okay, da hast du gerade voll gegen dich selbst geschossen oder du warst dir gerade gar nicht treu. Und ich meine, man geht ja dann immer mit einem Bauchweh raus. Und das ist ja genau das Gefühl, das keiner fühlen will, keiner haben will. Und Ja. umso wichtiger und umso schöner ist es natürlich, dass es jetzt gerade bei dir und bei mir schon mal so einen Switch gab. Wobei, ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, wir beide, aber auch generell wir Menschen, wir können noch so reflektiert sein. Wir müssen trotzdem, vielleicht nicht täglich, aber ich sage mal wöchentlich überprüfen, ob wir auf Kurs sind. Also auf dem Kurs, auf dem wir gerne sein möchten. Ja, guter Punkt. Ja, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, du zerrst ein bisschen, nur um dich da Ah, ein bisschen vorzubauen. ja, ich gebe ein Ja, bisschen zurück. ein bisschen, genau. Ich glaube nämlich, wenn wir der Meinung sind, oh geil, jetzt habe ich die Erkenntnis und das ist der Game Changer und jetzt ist alles anders und jetzt bin ich endlich Buddha, dann sind wir automatisch, werden wir wieder leichtsinnig oder nachlässig und fangen an, die Achtsamkeit von dem Punkt, auf dem wir gerade waren oder zu dem wir uns hingearbeitet haben, wieder wegzunehmen. Ja. Und also ich kann jetzt in allererster Linie mal nur von mir sprechen. Und dann verlieren wir auf einmal wieder die Konzentration für das oder den Fokus für das, wofür wir eigentlich jetzt so hart oder so lange gekämpft haben oder auch so viel durch den Schmerz gegangen sind. Und das da will ich tatsächlich einfach mal ja, nochmal jeden erinnern, wirklich, oh, wenn ihr geile Erkenntnisse habt, ne, behaltet die und überprüft die über 30, vielleicht sogar 60 Tage im Durchschnitt, braucht der Mensch 66 Tage, um komplett eine neue Erkenntnis zu einer Gewohnheit zu machen. Also wirklich, dass er sich daran gewöhnt hat, dass er das dann auch komplett in seinen Alltag integriert. Und wenn wir diese 66 Tage uns in irgendeiner Form, also jetzt als Beispiel so vornehmen, dass wir wirklich eine neue Habits quasi in unseren Alltag integrieren, indem wir auch wirklich so diese Erkenntnisse, oh geil, dann funktioniert das halt auch echt richtig gut. Und dann muss man halt hardcore sein. Und wichtig ist auch da immer nur ein Schritt. Und wenn man den erledigt hat, dann kann man sich den nächsten vornehmen. Sobald man nämlich dann wieder auf einmal so viel auf einmal ändern möchte, dann fängt man wieder an zu stolpern, weil man sich wieder zu viel vorgenommen hat. Also mir geht es zumindest so, ich sehe das immer wieder. Vielleicht, ja, Entschuldigung. Nee, alles gut. Alles gut. Warst du fertig? Ja. Okay. Vielleicht nämlich noch abschließend zu dem Thema, weil ich dem Papa nämlich auch eine Nachricht geschrieben habe und habe gesagt, ey, ich finde, es sollte wieder mehr um uns gehen, mehr um das, weshalb wir den Podcast gestartet haben. Und weil wir uns davon irgendwie ein bisschen wegbewegt haben, auch wenn wir zusammen aufgenommen haben, finde ich, teilweise. Ganz kurz zu dem Thema noch abschließend. Die Person, die das gemacht hat, die wird jetzt gleich wissen, dass sie gemeint ist. Aber ich finde das so mega stark. Und zwar geht es hier um ein Beispiel. Wir hatten ein Weihnachtsfamilienessen und normalerweise sind jedes Jahr die gleichen Personen da. Und eine Person war mit ihrer Familie nicht da, weil sie für sich gesagt hat, Leute, das hat gar nichts mit euch zu tun. Ich brauche aktuell
echt ein bisschen Zeit für mich. Und das hier ist der einzige Tag, den ich seit Wochen oder Monaten wirklich ganz allein für mich nutzen kann, an dem ich mir nichts vornehmen möchte, an dem ich Me-Time, Self-Time und Liebe gegenüber mir quasi zeigen will. Auf der einen Seite fand ich das natürlich, war ich so, okay, voll schade, dass die Person dieses Jahr nicht da ist, auch dass sie dann dementsprechend auch die Familie nicht mitbringt, ne? Aber auf der anderen Seite so geil. Wie oft müssten wir eigentlich sagen, oh, ich würde so gern was mit dir machen, aber lass uns das vielleicht nächste Woche machen. Ich brauche nämlich, ich brauche diese Woche, da habe ich so viel Energie aufwenden müssen für Dinge oder es ist so viel passiert und ich muss mich ein bisschen sammeln. Wenn wir wieder ein bisschen mehr in uns reinhören, das jetzt noch ganz kurz wirklich abschließend, Ist wenn gut. wir wieder mehr ein bisschen auf Alles gut. uns hören, in uns reinhören, was brauche ich gerade, will ich das wirklich, fühle ich mich dabei wohl, dann werden wir alle wirklich so krass gut aufgestellt und an die Person, die das gemacht hat. Ich fand es mega stark. Ich saß da und war sogar ein bisschen baff. Ich wusste es ja vorher irgendwie nicht oder ich habe den Chat irgendwie nicht so richtig gelesen, in dem es eigentlich schon klar war. Das kenne ich. aber ich war so, okay, schade, habe mich eigentlich voll auf dich gefreut, aber habe mich noch viel mehr dafür gefreut, wie sehr du für dich eingestanden bist. Das fand ich sehr geil. Das war schon. Ich finde generell, dass es super wichtig ist, oder wichtiger denn je wird, dass man für sich einsteht. Ja. Schau, wir sind so dermaßen belastet mit den Eindrücken, Wünschen, Forderungen, Erwartungen von außen. Das kann uns komplett, das fliegt uns komplett um die Ohren, meiner Meinung nach. Und das ist so hart, dass Menschen persönlich sich angegriffen fühlen und verletzt sind, wenn sie nicht das bekommen, was sie jetzt erwarten, oder weil es halt schon immer so war. Aber dieses, weil es halt schon immer so war, da muss ich echt inzwischen voll kotzen, ne? Weil, ganz ehrlich, ist ja schön und gut, wenn es immer so war, aber warum muss man an etwas festhalten, wenn es einem oder Menschen gibt, denen es nicht gut tut? Und das finde ich so traurig irgendwie. Und da wird eine Tradition gepflegt. Oder wir haben so eine Traditionspflegekultur. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur in Deutschland ist, kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Aber so eine pflegen Dinge, die nachweislich Schmerz bringen. Das ist so krass irgendwie. Aus unterschiedlichen Gründen, denke ich aber auch. Ja, ich meine, klar, der ein oder andere. Weißt du, es ist ja so, es gibt Menschen, die befinden sich gedanklich nur in der Vergangenheit. Und ne, auch das ist okay, wenn sie das wünschen. Aber die wundern sich dann halt immer so, dass in ihrem Leben nichts passiert, dass in ihrem Leben nichts Neues reinkommt, dass in ihr Leben, keine Ahnung, einfach, dass sich da nichts ändert. Und naja, aber wenn du dich halt gedanklich immer in der Vergangenheit befindest, und in Erinnerungen schwelgst, war, wie schön es doch damals war, dann hast du aber immer, dann manifestierst du das ja für die Zukunft. Du musst ja ein Bild haben von dem, wo du hin willst. Und wenn du immer ein Bild von dem hast, was du bereits erlebt hast, also dann kommt auch immer wieder der Schmerz und immer wieder das Erlebte und immer wieder der Verlust und immer wieder, keine Ahnung. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass man einfach, also man soll auch nicht nur in die Zukunft schauen. Ja? Du solltest was haben, woran du dich orientierst, was dein Ziel ist. Aber du solltest offen für den Weg sein, weil ich glaube, dass der Weg am Ende des Tages das Entscheidende ist, dass du spontan entscheidest, beispielsweise, oh geil, ich wollte eigentlich nach rechts abbiegen, das hatte ich mir irgendwie so vorgenommen, aber jetzt merke ich gerade da drüben nach links, das sieht so geil aus. Das schaue ich mir jetzt mal an, ne? Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Ja, alles gut. Also ich habe das mal gemacht, ne? Ich habe das mal einen ganzen Tag gemacht, als ich damals in der Provence war. Aber ich war ja eigentlich die ganze Zeit in so einer kleinen Berghütte, um Songs zu schreiben, um ja ein bisschen auch meinen Kopf frei zu bekommen.
Und ich habe mir vorgenommen, okay, ich bleibe jetzt da. Und ich habe da genug Beschäftigung gehabt. Ich musste jeden Tag das Holz machen, das ich brauche zum Heizen, und so weiter und so fort. Ich hab meine Songs, Bücher gelesen und so weiter und so fort. Und da gab es einen Tag, da ist mir so die Decke auf den Kopf gefallen. Und dann habe ich, alles klar, jetzt gehst du raus. Dann habe ich mich ins Auto gesetzt. Oh, das war damals noch der geile schwarze VW-Bus. Ja, oh, der ist toll. Da habe ich mich ins Auto gesetzt und bin bis zu einer Kreuzung gefahren. Und an der Kreuzung habe ich entschieden, was klingt interessanter. Und dann bin ich an jeder Kreuzung, habe ich geschaut, welcher Ortsname oder welche Richtung klingt interessanter, was fühlt sich am geilsten an. Und dann bin ich gefahren. Und dann war es auf einmal so später Nachmittag, 16, 17 Uhr oder so. Ah nee, Quatsch. Nee, es muss ein bisschen früher gewesen sein. 15, 16 Uhr, sowas. Und ich auf einmal so, oh krass, ich bin gleich in Montpellier und das war dann halt schon irgendwie so 200 Kilometer entfernt. Ich bin Alter. dann, ich bin, ja, ich bin einfach voll krass, wirklich von, ich war so 60 Kilometer östlich von Avignon und bin dort halt einfach gestartet, ja, und war auf einmal Montpellier, ja. Also, ich so, oh krass, in der Camargue, wunderschön, Pferde da rumgaloppieren sehen, was ist wirklich komplette Klischees. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Flamingos in freier Wildbahn gesehen. What? Ja, und Palmen, weißt du, und das im Februar. Und es war angenehm. Dann bin ich dort ausgestiegen am Strand und da war ein echt voll das abgefuckte Ding noch offen. So ein Mini-Kiosk, da habe ich einen Kaffee genommen. Also diesen Kaffee ist dort ein Espresso, ne? Habe dort ein Espresso getrunken, habe einfach rausgeschaut, so eine Dreiviertelstunde habe ich mich ins Auto gesetzt und bin dann bei Nacht wieder zurückgefahren. Aber das war geil. Und da habe ich echt zugelassen, dass ich mich einfach von der Intuition habe leiten lassen. Ey. Und was habe ich da erlebt? Ich habe wunderschöne Dinge gesehen, die ich niemals gesehen hätte, wenn ich mit dem Verstand, nee, aber du warst sehr vorgenommen, Songs zu schreiben, in der Hütte geblieben wäre und hätte mich maximal vor die Hütte auf die Bank gesetzt und hätte ins Tal runtergeschaut. Ne? Und das ist halt so ein Ding. Und ich glaube, dafür dürfen wir uns öffnen, dass nur weil wir uns was vorgenommen haben, heißt es nicht, dass wir nicht auch mal rausgehen in die Welt und frische Luft schnappen. Also so, das ja. Gut. Genau. So. Wollen wir mal zurück zu uns wiederkommen? Ja. Okay. Was beschäftigt dich gerade? Witzig, ich wollte dich gerade genau das gleiche fragen. Ich habe zuerst gefragt. Nee. Wenn ich das jetzt anspreche, dann spreche ich wieder dein Thema an, was du Ach so. letzte Folge. Nee, aber kannst du ja mal sagen. Ich habe mich mit den Themen, die du angesprochen hast, beschäftigt und dann daraufhin ein bisschen unser Büro umgestellt. Ach so. Und jetzt sitze ich hier gerade am Schreibtisch, der jetzt im ganz anderen Eck vom Büro steht. Wie fühlt sich's an? Besser. Aber es ist für mich voll ungewohnt, irgendwie mit dem Rücken zum Fenster. Und das Problem ist, unser Büro lässt es leider nicht ganz zu, dass ich in Richtung Tür gucken kann. Also ich habe so B Fenster rechts, Tür links und vor mir die Wand. Das wollte ich eigentlich alles nicht. Aber ja, fürs Erste ist es schon mal besser. Ja. Jetzt muss ich noch überlegen. Also im Wohnzimmer denke ich glaube, das steht ganz gut. Schlafzimmer muss ich erst herausfinden. Vielleicht nimmst du die Hörer noch mal ganz kurz mit, warum du Ach, das machst. ja. Also wir Deutschen sprechen das, glaube ich, Feng Shui aus. Ja. Feng Shui ist nicht nur, dass man zum Beispiel auch die Möbel in seiner Wohnung so hinstellt, dass es für einen selbst in die richtige Richtung. Nee, aber du musst es nicht erklären. Du sollst erklären, warum du, was Ach du so. gerade machst. Genau. Und ich habe einfach mich ein bisschen mit mir selbst beschäftigt und auch mit dem Thema, was ist meine Energierichtung, in welche Richtung arbeite ich oder bin ich am produktivsten, bin ich am meisten e
energetisiert und komme quasi auch in meinen Lebensflow und das, eigentlich in allen Bereichen. Das betrifft Gesundheit, betrifft Kreativität, betrifft die Karriere, den Job, ne? Auch das Privatleben. Und jetzt habe ich versucht, meinen ganzen Blick immer in Richtung Osten auszurichten und habe geguckt, okay, wo ist denn Osten in meiner Wohnung? Und habe Glück, dass unser Wohnzimmer schon so steht, wie es für mich eigentlich optimal ist. Bin dann aber in unser Büro und dachte, boah, scheiße, ich fühle mich in dem Raum sowieso nicht wohl. Okay, klick, wahrscheinlich liegt das daran. Genau. Das Ja, stelle ich cool. mich gerade. Und hier sieht es gerade noch ein bisschen aus. Aber Ja. Technik steht. Ja. Und bei Zwischen dir? Kisten und ja. Ja, mich, boah, ich hab ein krasses Video von Vera Birkenbiel gesehen, in dem sie ganz konkret angesprochen hat, dass Männer einen mega geilen Trick haben. Nämlich, dass sie auf einmal in eine Trance kommen, wenn es irgendein Thema gibt, was sie vielleicht triggert oder belastet in irgendeiner Form, oder vor Herausforderungen stellt, gedanklich zumindest mal im ersten Schritt. Und dass sie dann nur noch so, ich glaube, was hat sie gesagt, 10 bis 20 oder 20 bis 30% anwesend sind. Oh, crazy. Und der mit dem Geist, der hat sie liebevoll gesagt, dann Gassi gehen. Ja, aber jetzt pass auf. Der Hintergrund dessen, warum Männer das machen, aber ich glaube, sie hat es jetzt in dem Moment, weil es da wohl im Vorfeld, das kommt aus dem Vortrag da nicht genau raus, weil das ja nur ein Ausschnitt ist. Da ging es wahrscheinlich konkret um die Männer. Aber ich glaube, das macht jeder Mensch so. Ursache dafür ist eine massive traumatische Verletzung, was wirklich mit hoher Gewalt zu tun hat, körperlich, verbal, also übergriffig in irgendeiner Form war. Und das kann also sein, dass es auch Vergewaltigung oder sowas, ne, durchaus, dass es komplett ausgeblendet wird, dass wenn etwas auf dich einprasselt, was dir nicht gut tut, der Geist nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Das heißt, der Körper kann in dem Moment Dinge ertragen oder ein minimaler Teil des Geistes kann in dem Moment Dinge ertragen, ohne dass dann aber der Rest irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird. Also, dass du nicht völlig baller, baller und blend, blend wirst. Das setzt aber halt voraus, dass vorher was Traumatisches passiert ist, dass du das machst. Und jetzt mal Hand aufs Herz, und das geht jetzt erstmal an alle, weil wir es jetzt so, oder weil es jetzt so aus diesem Vortrag raus war, Hand aufs Herz an alle weiblichen Zuhörer vom Podcast, seid mal so lieb und checkt mal bitte, ob ihr das kennt, dass ein Mann, mit dem ihr sprecht, kann der Freund sein oder der Ehemann, der Partner, was auch immer, vielleicht auch, keine Ahnung, Vater, Bruder oder so, ob ihr das kennt bei kritischen Themen oder Themen, die diese Person halt in irgendeiner Form von einer Herausforderung stellen, das ertragen zu müssen, jetzt irgendwie, dass er mit irgendeiner Wahrheit oder Sichtweise von euch zum Beispiel konfrontiert wird, aber damit sich schwer tut oder das irgendwie vielleicht gerade nicht so zulassen kann. Und dann überlegt euch mal, ob ihr vielleicht von einem Trauma wisst. Weil, und jetzt ganz krass, oft wissen die traumatisierten Personen das selbst nicht mehr, was ihnen widerfahren ist. Und finden das erst dadurch heraus, dass sie zum Beispiel jemanden haben, der von außen drauf schaut und sagt, ja, weißt du nicht mehr, dass damals das und das und das war oder so. Als Beispiel, ich habe einen Musikerkollegen, der hatte auf einmal Panikattacken gehabt, auf die Bühne zu gehen, dem ging es gar nicht gut und
das ist bis heute einer der herzlichsten und oberwertschätzendsten Menschen in meinem Umfeld mit dem unglaublich größten Talent für Musik. Und du merkst bei allem, was er tut, dass er da seine Seele reinlegt, zu 1000%. Unfassbar. Und er hat Panikattacken gehabt, auf die Bühne zu gehen, hat es gar nicht mehr hinbekommen und war wirklich und hat Auftritte abgesagt, nicht mehr angenommen. Und hat sich dann irgendwann Hilfe halt geholt und da kam raus, dass er, als er nach einem Auftritt sein Equipment ins Auto eingeladen hat, mitbekommen hat, wie jemand neben ihm so zusammengeschlagen wurde, dass er noch an Ort und Stelle tödlich verunglückt ist. Also seine Verletzung erliegen ist. Und das hat sein Geist komplett verdrängt, um ihn zu schützen vor diesem Schmerz, dass er da in so eine Depression fällt, dass er nicht mehr funktioniert. Überleg dir das mal. Wenn also wir, egal ob jetzt Mann oder Frau, aber in irgendeiner Form abwesend sind und unser Partner oder unser Gegenüber empfindet, oder nee, ich fange mal anders an, wenn du mit jemandem sprichst und du kritisierst zum Beispiel etwas lässt die Person irgendwie was wissen, so von wegen, dass du gerade mit etwas unzufrieden bist und diese Person ist wie abwesend oder irgendwie nicht bei der Sache oder so, dann kann es sein, dass das gerade so ein Schmerzpunkt ist, dass die Person sich schützt, also das Unterbewusstsein scheinbar wird da komplett irgendwie, also krass. Ich muss dem Ganzen mal ein bisschen auf den Grund gehen, aber das hat mich tierisch beschäftigt diese Woche. Das sind jetzt 2 oder 3 Tage, wo ich das irgendwie weiß. Ich habe das null auf dem Schirm gehabt. Also klar, rückblickend jetzt auf die Geschichte mit meinem Kollegen, dachte ich so, ja klar, kenne ich doch eine Story sogar. Aber das jetzt auch nochmal so zu hören und dass da immer eine traumatische Situation damit einhergeht, die eben passiert sein muss. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob das vielleicht auch Transgenerationsthemen sein können. Das wäre noch herauszufinden. Auch dem möchte ich auf den Grund gehen. Aber das beschäftigt mich im Moment gerade. Weil ich halt einfach Okay. denke, alter Schwede, wir tragen so viel Scheiße aus unserem Leben ständig mit uns rum. Und dieser Rucksack, der wird ja nicht weniger. Wir laden uns so viel auf. Und wo können wir das denn mal wieder loswerden? Wie vor allem können wir das so loswerden, dass wir auch nachhaltig diesen Ballast echt irgendwo liegen lassen können und es einfach gut ist, mal endlich. Und jetzt wirklich Props an jeden, der rausgeht täglich und sich diesen Herausforderungen stellt. Das ist, ja, ey, ihr macht das Richtige, ihr steckt den Kopf nicht in den Sand und ihr geht auf ein, ja, facing the problem halt, also ihr geht auf eine Herausforderung zu und checkt, ob ihr da irgendwie draus wachsen könnt. Geile Entscheidung auf jeden Fall. Ja, Krass. das beschäftigt mich gerade. Vor allem überlege ich mir halt auch, ich weiß, dass ich auch schon bei gewissen Sachen abwesend bin oder nicht bei der Sache bin und überlege die ganze Zeit, gibt es etwas, womit ich herausfinden kann, ob gewisse Traumata bei mir die Grundlage für gewisse Unachtsamkeit oder Konzentrationsprobleme oder dies oder jenes sind und wie finde ich sie heraus und wie löse ich sie auf? Falls da jemand da draußen einfach das kommentieren möchte, finde ich das mega cool. Ihr könnt es unter der Folge tun, im Speziellen bei Spotify geht das. Könnt ihr zu der Frage, die wir dort dann auch stellen werden, nämlich ganz konkret, hast du eine Idee oder was fällt dir dazu ein, wie man ja eigene Traumata herausfinden, erkennen
und auflösen kann, dann würde ich mich tierisch freuen. Wie gesagt, auf Spotify kann man die Folge hören, kann dort kommentieren. Und genau, ihr könnt uns aber auch gerne eine WhatsApp oder eine E-Mail schicken. WhatsApp an 015678 90 30 25 oder eben eine E-Mail an hallo@alter.de. Das würde mich im Speziellen sehr freuen, ganz uneigennützig. Nein, ich würde mich wirklich interessieren, was unsere Hörer dazu denken. Auch wenn es vielleicht jetzt so, oh, soll ich eine Mail schreiben? Ihr müsst keinen Aufsatz schreiben. Ihr dürft eine E-Mail oder eine WhatsApp schreiben und die bleibt auch völlig unkommentiert, solange ihr nicht irgendwie dazu schreibt, dass wir das veröffentlichen dürfen, beziehungsweise wir fragen natürlich nach, wenn wir das veröffentlichen wollten, genau, ob wir das dürfen, mit eurer Zustimmung natürlich ausschließlich. Und wir würden uns freuen, wenn ihr aus der anonymen Deckung rauskommt und ein bisschen das Ganze mit uns interaktiver gestaltet, weil das Ganze soll mehr Leben haben noch. Genau. Nichtsdestotrotz, das war jetzt so das, was mich beschäftigt. Ja. Ich hätte, wenn wir. Ich finde, das war eine gute Folge. Ja. Ja. Oder? Wolltest du jetzt noch? Nee, alles gut. Ja? Ja. Dann würde ich sagen, sollte euch diese Folge gefallen haben, würde es uns massivst freuen, wenn wir eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App bekommen würden. Nicht nur für die Folge, sondern auch am liebsten für den kompletten Podcast, weil das pusht uns nach oben, das bringt uns ein bisschen weiter, auch unser Ego. Und genau, und dann würden wir uns in einer Woche oder je nachdem, wann ihr hört, wieder hören. Genau, und denkt dran, eine Nachricht an 015678 90 30 25 per WhatsApp oder hallo@alter.de. Das wäre wirklich ein geiler Scheiß, von euch zu hören und zu lesen. Und naja, ist doch so. Ja, ich habe auch nichts dagegen gesagt. Und ansonsten würde ich sagen, passt auf euch auf und bis zur nächsten Folge. Ja, bis dann. Ciao. Ciao.